Moin, moin, meine Mangos. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World Soccer Champs mit mir, dem Mr. Mangobaum. Und ja, es geht weiter mit unserer Karriere mit Aue. Und wir haben zuletzt, ich glaube, ein bisschen, ja, geschwächelt. Ich glaube, bei letzter Folge war auch das Pokalspiel, das wir verloren hatten und daraufhin auch ein Spiel in der Liga. Und wir sind in Anführungsstrichen nur Platz 5. Es fühlt sich ein bisschen schlechter an. Man sieht auch siebter Platz, 11 Punkte. Da muss man nicht zwangsläufig Platz 5 sein. Also ist es momentan alles sehr nah beieinander. Und ja, das nächste Spiel ist gegen Karlsruhe. Die sind momentan Vorletzter. Das müssen wir aber gewinnen, sonst sind wir wirklich aus dem Aufstiegsrennen raus. Also denke ich für diese Saison. Wir waren ja letzte Saison Siebter und ich habe mir vielleicht erhofft, dass wir diese Saison ein bisschen besser abschneiden könnten und dauerhaft oben drinne sind im Aufstiegsgeschehen, aber das gibt der Kader eigentlich gar nicht her. Aber das Game ist ja vom Balancing relativ einfach, nenne ich mal. Also es ist relativ einfach, eigentlich an die Spitze zu kommen, wenn man die richtige Taktiken eingestellt hat. Und ich glaube, das beläuft sich darauf, je nachdem, wie man zu den anderen Vereinen steht. Wir sind nämlich eigentlich schwächer als die meisten hier. Sollte man wahrscheinlich laut dem Spiel die perfekte Taktik dazu finden. Und das ist natürlich defensiv spielen für uns. Mit Konter natürlich dann. Und deshalb funktioniert die auch so gut. Wenn wir offensiv spielen würden, dann würden wir, glaube ich, sehr viele Spiele verlieren. Und das Umgedrehte ist es in der dritten Liga, weil da haben wir einen relativ guten Kader. Und da müssen wir offensiv spielen. Ich glaube, so funktioniert das in dem Game. Einer meiner Zuschauer, Eragon, der ja auch immer fleißig kommentiert, hat es auch geschafft, in seinem Spielstand Meister zu werden, und zwar mit Freiburg. Leider ist nicht Nils Petersen der Top-Torschütze. Also, ja, sehr traurig. Der hat wahrscheinlich schon in diesem Spielstand aufgehört, weil er hat ihn bei Freiburg nie trainieren dürfen. Leider. Aber gut. Mendel hat ja hier auch aufgehört in dem Game, in dem Spielstand, was sehr schade ist, aber so ist es nun einmal. Deshalb haben wir jetzt einen neuen Ersatzkeeper. Und auch einer hat, glaube ich, aufgehört. War das zu. Nee, Trujic hat aufgehört. Einer hat noch aufgehört. Relativ früh, sage ich mal, mit 33, 34. Was ein bisschen schade ist, weil wir brauchen ja auch einige Spieler jetzt. Weil unsere Bank nicht so toll ist. So, Hellebaut hat bisher immer in die linke Ecke geschossen. Das macht er auch weiterhin, bis er mal verfehlt. Und ja, das war so ein dritter Elfmeter, glaube ich schon. Der hat jetzt schon 3 Tore in der Liga. Und ja, wir nehmen den KSC auseinander. Das muss aber auch so sein. Sehr schön. Fondue wieder mit der Vorlage. Das freut mich, dass wir mit ihm jetzt einen in der Vorlagenliste haben. Er schießt nicht mehr so viele Tore, er macht mehr Vorlagen. Ja. Er ist so ein bisschen ist der Stürmer, aber er schaufelt eigentlich den Platz frei für die anderen beiden Außenstürmer, die dann nach innen ziehen, während er eigentlich die Bälle festmacht und dann verteilt zum Schluss. So. Dribbeln mal und schießen den dann so. Endlich mal wieder ein Tor von ihm. Und dazu noch ein sehr schönes. Freut mich für ihn. Ja, Auer hat neulich noch ein Testspiel gemacht. Also wir haben jetzt einige Testspiele gemacht vor dem Start der Rückrunde. Und da haben wir, glaube ich, das letzte war, also wir hatten eins gegen Nürnberg auf jeden Fall, was sehr stark war, deshalb kann ich mich daran erinnern. Okay, den muss er halten. Das war ein 3 zu 3. Und die sind ja eine Liga über uns. Dann haben wir auch 3-1 gegen Cottbus gewonnen. Ich glaube, das könnte sogar das letzte gewesen sein. Und dann gibt es noch bald ein Spiel gegen Bayreuth, wobei ich gar nicht mich mehr an das Datum erinnern kann. Es kann auch sein, dass da die dritte Liga schon gestartet ist. Gegen Bayreuth spielen wir öfters mal, weil ist irgendwie so eine Art Partnerclub. Zumindest sagt es der Sega-Manager, dass es unser Partnerclub ist. Und das finde ich toll, dass wir einen haben. So, Dresden spielt unentschieden gegen Hamburg. Was die geschafft haben, haben wir nicht geschafft. Aber dafür werden die wahrscheinlich auch absteigen. Kiel, ein Aufsteiger, besiegt Augsburg. Sehr interessant. Gegen Augsburg haben wir auch verkackt. Das war ja die Niederlage, glaube ich, aus der letzten Folge. Noch ein Aufsteiger, Mannheim verliert. Und Ingolstadt verliert auch. Absteiger, ja, Augsburg verliert. Und Bielefeld, nee, wer ist noch abgestiegen? Fürth, richtig, verliert auch. Also einige Aufsteiger
Bei denen sieht es nicht so gut aus, also bei Fürth und Augsburg nur 7. und 11., also bei beiden nicht. Bei den Aufsteigern, bei Ingolstadt sieht es ziemlich gut aus, bei Mannheim auch, bei Kiel, naja. So, wie sieht es in der Bundesliga aus? Da ist Dortmund souverän, jetzt mal wieder mit einem Unentschieden auf der 1. Dahinter mit gleich 4 Punkten Stuttgart, Red Bull und Mainz. Bayern und Hertha schon ein bisschen mit Rückstand. Bayern entwickelt sich nicht, also zurück, die müssen noch jetzt um die Champions League kämpfen. Ne? Bochum bisher nur mit Niederlagen und ohne Tor. Union leider auch nicht so gut. Ja, wie sieht's aus? Haaland mit 11 Toren und 13 Vorlagen Brandt. Also Brand hat mehr Vorlagen als Haaland-Tore. Interessant. Wo ist Lewandowski? Ist der mal bei den Toren dabei? Nee. Vielleicht hat der auch schon aufgehört. Der ist ja auch relativ alt. So. Wie sieht's hier aus? Freiburg 2, das sind ja die Absteiger. Rostock ist auch Absteiger und Lautern. Magdeburg sieht gut aus. Jena ist sicherlich Aufsteiger. Dortmund 2 ist ein Aufsteiger. Verl, glaube ich, und Lübeck. Da bin mir gerade unsicher. Das ist eigentlich auch nicht so wichtig, was der Vierten aufsteigt. Wer sind hier Torjäger? Pintaric oder Pintaric. Und hier ist es Gnasi. So. Würzburg bisher noch mit keinem Unentschieden. So, jetzt geht's gegen Ingolstadt, den Aufsteiger. Guardiola hat sich zuletzt verbessert. Das freut mich. Ja, und Gnatic und Dima werden wahrscheinlich bald aufhören. Genauso wie Klevin und Ballas. Und bei Klevin wird dann schon eine Lücke entstehen. Also wir müssen irgendwie mal an Geld kommen. Und auch im Mittelfeld werden dann Lücken entstehen. Ne? Wir haben ja nicht so viele Mittelfeldspieler. Also wir müssen irgendwie an Geld kommen. Oder, was mir schwerfallen würde, es wäre, dass wir ein Angebot von einem anderen Club irgendwann annehmen. Vielleicht einem Bundesliga-Club. Und dort dann weiter trainieren. Und Aue seinem Schicksal überlassen. Das ist aber irgendwie traurig. Naja, gut, mal sehen, wie sich das alles noch entwickelt. Jetzt werden wir erstmal FC Audi Ingolstadt besiegen. Die sind Achter, genau, das ist der Aufsteiger, der am besten bisher wegkommt. Und ja, das ist der Club, gegen den wir, wie ich jetzt schon so oft gesagt habe, wieder in die Rückrunde starten. Jetzt nicht der angenehmste Gegner, die sind momentan Vierter. Also definitiv ein Aufstiegskandidat. Waren sie vor der Saison auch, wir auch. Bei ihnen hat es so halbwegs geklappt, bei uns nicht. Aber ich bin optimistisch. Also was in den Testspielen gezeigt wurde, hat mich sehr glücklich gemacht. Und wenn wir so spielen in der Rückrunde, dann habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass das wie bei Magdeburg aussieht. Weil Magdeburg ist in der Saison 2021 auch ziemlich im Arsch gewesen. Ach du Scheiße. Und ist dann in der Rückrunde aber noch aus dem Tabellenkeller dann mit einer krassen Siegesserie ins Mittelfeld gekommen. Und diese Form haben sie in die nächste Saison über mitgenommen, 21, 22. Und da sind die dann aufgestiegen. Also ich hoffe, dass es so ähnlich läuft, aber nicht so wie hier. Weil das ist echt traurig. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich die Tore hätte verhindern können. So, Flanke auf Fondo. Zurückgepasst auf Injun oder so. Nein! Ich bin zu weit gedrückt. Oh Mann. Ich wollte noch ein bisschen reindribbeln, weil das war mir ein bisschen zu weit weg. Jetzt werden wir auf jeden Fall nicht mehr punkten. Ich habe, glaube ich, beim letzten Mal auch gar nicht gewechselt. Kann das sein? Ja. Aber gut, ich kann mir nichts vorwerfen jetzt, weil wir kriegen hier eh keine Chance mehr. So. Dann wäre es das gewesen. Also noch nicht ganz. Ui, gefährlich. Ja gut, wir hatten eh nur eine Chance, werden eh nicht gewinnen können oder punkten. Das ist traurig. Kiel gewinnt, also Aufsteiger und Mannheim sind auf dem Vormarsch. Fürth gewinnt und wo ist der andere Absteiger? Augsburg spielt nur unentschieden. Wir sind nur noch Sechster. Ui, Regensburg ist ja richtig in Form. Wie sieht es bei den Torjägern? Jonic dann nur noch mit 7 Toren. Also aber immer noch auf die 2. Dortmund gewinnt wieder. Bayern rutscht runter. Union 16. Wie schaut es hier aus? Magdeburg war da vorne dabei.
Wunderbar. Nächster Gegner von Do hat sich verbessert, wunderbar. Das Training ist gut, aber die Jugendakademie, die sollte mal bessere Spieler vorbringen. Es geht gegen Fürth, die um einiges besser sind als wir, auch Fünfter. Da muss aber eigentlich mal ein Sieg her, ne? Weil mit dem Sieg wäre ich, also mit dem Sieg wären wir dann schon wieder in der Top 5. Ja. Wir waren ja Fünfter am Anfang, wir würden uns wieder verschlechtern. Also wahrscheinlich wird das nichts mit dem Aufstieg, ne? Das würde jetzt dauerhaft wahrscheinlich so weitergehen, wenn ich die weiter trainiere, bis alle Spieler wegaltern. So, dann geht's gegen Fürth. Und ich hoffe, das wird ein gutes Spiel. Sowas wegen Ingolstadt, das passiert halt manchmal, ne? Das ist halt so. Das Traurige war halt, das ist ein Heimspiel. So. Jetzt müssen wir es wieder gut machen. Schöne Flanke auf Fondo. Der passt zu Jonjic. Und der hämmert ihn rein. Es steht jetzt bei 8 Toren. Fondo bei 10 Vorlagen. Nach 10 Spielen oder so. Ich weiß nicht. Sehr gut. Aber natürlich jetzt Fürth mit der Chance und wir haben keinen Verteidiger hinten. Aber zum Glück kein gefährlicher Schuss. Da haben wir wirklich Glück gehabt. Ja, jetzt liegt Ingolstadt hinten gegen Karlsruhe, die wir platt gemacht haben. Na, das ist Fußball. Vor dem Spiel werden immer die Karten neu gemischt. Wann fängt denn eigentlich Champions League wieder? Scheiße. War so geplant. Wann fängt eigentlich wieder Achtelfinale an? Ich glaube im Februar, Mitte Februar, ne? Da spielt ja Paris gegen Bayern, Dortmund spielt gegen Chelsea, Red Bull spielt gegen Manchester City, Eintracht Frankfurt spielt, glaube ich, gegen AC Mailand. Ja, das sind krasse Duelle. Porto gegen Benfica, glaube ich. So. Sehr schön. Jon, jetzt diesmal mit Young in Jun Vorlage. Porto spielt, glaube ich, gegen. Nee, warte, ne, Brügge spielt gegen Benfica. Porto spielt gegen. Auch einen ähnlich starken, gegen Inter, genau. Und dann gab es sicher noch irgendjemanden, den ich vergessen habe. Aber gut. Nee, Napoli spielt gegen Frankfurt. Was habe ich gesagt? Habe ich Milan gesagt? Milan spielt gegen einen anderen Club. Milan spielt gegen, auch einen ähnlich, gegen Tottenham, genau. Ich glaube, das wären jetzt aber alle gewesen. Genau. Das werden interessante Duelle. So, ich muss den ganz kurzen Cut machen. Ihr habt aber nichts verpasst, nur ein paar Minuten der Spielzeit. Und ja, jetzt geht's weiter. 3-0 gegen Fürth. Ich hätte mir nicht ausgemalt, dass das so gut endet. Also das, ja, denen geht's jetzt so wie uns gegen Ingolstadt, so ungefähr. Klevin, heute mit guter Leistung. Kommt gut raus zum richtigen Zeitpunkt. So, jetzt können wir mal wechseln. Gnjantic, Amor, Strauß, ja, machen wir Zwirkirsch und Heller. So. Tja, Heller hat in einem Testspiel geglänzt und seitdem, na gut, ich wechsle ihn halt auch nicht ein. Ist halt leider zu schlecht, finde ich, für das Team. Gut, alle mit ganz guten Noten. Jonic sogar 2 Tore. Wo steht er jetzt? Auf der 1. Und er natürlich auch. So soll das sein. Und wir sind auf Platz 5. Noch 2 Punkte von Platz 3 entfernt. Regensburg rasiert ziemlich. Heidenheim, das ist einer der Aufsteiger, ne? Ingolstadt auf der 6 und der andere Aufsteiger. Mann, nee, 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 nee. Heidenheim ist kein Aufsteiger. Die waren mal abgestiegen, aber das ist jetzt schon länger her. Die sind jetzt die zweite Saison wieder in der zweiten Liga. Ja, genau. Mannheim und Kiel sind das, ja. Augsburg, jetzt wieder auf der 8 und Fürth 7, also die haben gute Ausgangsposition, finde ich. Ich frage mich, ob du als Verein auch viele Spiele, ich glaube, du verlierst halt gar keinen Spieler, wenn du absteigst. Na, es kommen hier nicht so ultra viele Angebote, es finden hier sehr wenig Transfers statt. So, wie sieht es hier unten aus? Bochum, Bielefeld und Bremen. Bremen ist ja aufgestiegen mit Düsseldorf, die sind weiterhin ziemlich weit unten mit Union. Wolfsburg und Hoffenheim, da läuft es auch nicht rund. Beim Rest könnte man sagen, ja, so erwartet. Stuttgart und Mainz natürlich übertreffen die Erwartungen. Bayern auf Champions League Platz und Dortmund ist im Prinzip das neue Bayern. Ich will gar nicht wissen, wie hoch die Dortmund-Aktie jetzt ist. Das habe ich mir neulich mal angesehen. Ich gehe jetzt mal die ganzen Bundesliga-Vereine durch und schaue eigentlich, was die denn so für Investoren haben oder
in was die ausgegliedert wurden. Bayern zum Beispiel damals in die FC Bayern AG. Und ja, das ist eigentlich ganz interessant, Mann. Und da bin ich darauf gestoßen, dass Dortmund, die Dortmund-Aktie, als Dortmund damals an die Börse gegangen ist, 1999, 2000 so, damals war die 11 Euro wert. Und heute ist es 4 oder so. Also damals ist man ganz tief abgestürzt, ne, ganz am Anfang. Das war ja auch die Phase, wo Dortmund fast pleite gegangen ist. Und dann ging es stetig hoch. 2018, 19 war es auf dem Höhepunkt. Da war es eigentlich wieder bei 11 Euro. Und dann ist es durch Corona wieder weit runter. Momentan, wenn man jetzt die letzten Tage so vergleicht, geht es eigentlich wieder. Aber das ist jetzt nur so am Rande. Also, Gastan Lukicamon, der hat sich auch verbessert. Also die Dortmund-Aktie, wie gesagt, Aktie wird momentan wahrscheinlich in dem Game, ne, ziemlich hoch sein, wenn es die hier gäbe. Gut, dann war's das mit der Folge. Beim nächsten Mal sehen wir dann das Spiel gegen Darmstadt. Die sind auf Platz 11 nur. Wobei die einen ähnlich starken Kader wie Fürth haben. Dann geht's gegen Dresden, also das Derby. Dann zweiter Pokal, da sind wir leider nicht mehr dabei. Und gegen Schalke, also noch ein Top-Duell. Also haben wir ein Top-Duell, dann das Derby und eine DFB-Pokalrunde und ein Darmstadt-Spiel, ja. Gut, das wird eigentlich toll, hoffe ich. Ich schaue hier manchmal bei Scouts nach, ne? Also das ist der scoutet unseren nächsten Gegner immer. Und ich weiß nicht, wie man an diese, wie heißen die Dinger, Bugs kommt. Also da bekommt man ja echt wenig, ne? Also, ja, das wäre vielleicht auch so ein Kritikpunkt am Game. Man kann sich irgendwie keine Scouts holen oder ja, nicht das Team trainieren, was man will, weil das kostet auch Bugs, wenn du am Anfang das auswählst. Aber gut, das nur am Rande. Vielleicht gibt es auch eine Vollversion von dem Game, wo das so 4 € kostet, das weiß ich nicht. Trotz allem hoffe ich, dass ihr eure positive und negative Kritik in die Kommentare schreibt. Und falls ihr weder positive noch negative Kritik habt, dann schreibt in die Kommentare Hashtag die BV, nee, irgendwann, wir machen was mit der Aktie. Hashtag BVB ist gleich Stonks. Ja, genau. Irgendwas Kurzes, was ihr kapiert. Auch wenn das vielleicht nicht ganz so richtig ist, dass man das ist gleich dazwischen setzt, aber ist egal. Das freut mich und den Algorithmus. Und dann hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Mich würde es freuen. Bis dahin. Tschüssi. To work so hard to get